Ja, hallo, ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge aus dem Farpool-Projekt. Ja, wie ja schon angekündigt, geht's jetzt weiter, beziehungsweise seht ihr jetzt in dem Video hier, wie es einen guten Schritt weiter nach vorne geht. Und ja, ich möchte euch jetzt einfach mal ein bisschen mitnehmen in die verschiedenen Arbeitsschritte, die ich durchgeführt habe. Und ja, dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Jetzt erstmal viel Spaß und bis gleich. Ich will die etwas wackelige Kameraführung, aber ich bin gerade mit meinem Handy hier im Film, weil ich meine Kamera gerade ja, in einem anderen Wagen habe und ich ja hier gerade im Loxim bin, im DB-Museum. Und da muss jetzt einer dabei bleiben, weil wir heute geöffnet haben. Ja, ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie das jetzt aussieht hier, wenn das fertig verkabelt ist. Also wir haben jetzt hier das A-Case verbaut, das ist jetzt ein bisschen eingebaut hier, man sieht es nicht so gut. Da haben wir jetzt halt einmal hier über dieses Flachbandkabel die Schalter von der linken Seite hier vom Fahrpult. Also haben wir Richtungswender, Hauptschalter und die PCB-Taste und so weiter. Dann haben wir hier einmal das Board, worüber alle anderen Taster gesteuert werden, also Instrumentenbeleuchtung und so weiter und Türen, Makrofon und so weiter. Und hier über die Lüsterklemmen und dann über die einzelnen Kabel hier sind die Potentiometer verbunden. Also einmal hier von den beiden Bremshebeln und von dem Fahrhebel. Genau, das Ganze geht dann jeweils zusammen zu dem A-Case. Das Ganze ist dann hier hinten verbunden über dieses Kabel mit dem USB-Teil hier. Das wird dann einfach in den PC eingesteckt. Genau. Dann habt ihr hier vielleicht schon gesehen, hier habe ich noch so einen Schlüsselschalter eingebaut. Ja, hier sind noch die Reste jetzt vom Bohren, den habe ich gerade erst eingebaut. Ganz mal zum Schalten hier. Der unterbindet hier die Stromführung zum Fahrhebel. Das heißt, damit ja, schalte ich quasi den Führerstand frei oder schalte den Fahrhebel frei, je nachdem, wie man es halt sieht.
Genau, hier habe ich noch mein Sifferpedal, das ist auch angeschlossen hier. Ganz einfach über so ein Stecksystem, was der eine oder andere vielleicht von seinem Rechner kennt. Damit ich das hier eben auch an- und abschließen kann. Das kommt hier hinten rein. Habe ich auch ein Loch gebohrt. Genau. Ja, dann, damit ihr mal gesehen habt, wie das jetzt von außen hier aussieht. Nicht von außen, von innen. Denn ich werde das Ding jetzt gleich zusammenklappen und hoffentlich muss ich das dann in nächster Zeit nicht wieder aufmachen, weil das ist immer ein bisschen schwierig. Das hier ist eben halt auch nur Kunststoff. 5 mm. Und das ist jetzt auch nicht so stabil. Also es hält zwar, aber ich möchte es nicht so stark beanspruchen. Nicht, dass es dann doch irgendwann noch bricht, weil es war doch relativ viel Arbeit, das alles auszusenken, so auf den Millimeter genau. Weil, wie ihr seht, die Schalter hier, die sitzen halt wirklich press aneinander, mehr oder weniger. Weil ich das Ganze halt eben platzsparend bauen musste, wollte, wie auch immer. Ja, die ganzen Kabel hier. Das ist halt eben hier so ein Kabelbaum. Habe ich ein bisschen zusammengebunden, weil es wenigstens einigermaßen ordentlich aussieht. Ja, ist ein bisschen durcheinander. Ich bin halt kein professioneller Elektriker. Aber ich habe schon mal durchgetestet ein bisschen mit meinem Rechner, also mit meinem Laptop. Und ja, es scheint alles erstmal soweit zu funktionieren. Da bin ich schon mal sehr zufrieden. Das heißt, schon mal alles richtig angeklemmt. Und das ist ja auch schon mal was. Und ja, dann sehen wir uns, würde ich sagen, im nächsten Video wieder. Dann zeige ich euch vielleicht ein bisschen, wie ich das Ding programmiere. Und dann natürlich auch eben, wie es dann fertig zusammengebaut aussieht. Und dann wird es natürlich demnächst auch dann die ersten Testfahrten geben. Freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr freuen. Und ja, gerne einen Kommentar da lassen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Die beantworte ich natürlich sehr gerne. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss.